Hallo, ich bin der Alois. Und ich bin die Evi. Und wir werden in dem Video kurz Antworten auf verschiedene Fragen geben, euch sagen, ob wir es cool oder eher zach finden. Und wir wollen die Antworten deswegen geben, damit ihr einen Einblick kriegt über die Arbeit, die wir im Parlament machen. Und damit ihr vor allem wisst, für was die SPÖ Oberösterreich so steht. Uploadfilter sind ziemlich uncool, weil YouTuberinnen und YouTuber sich sehr viel Mühe machen mit den Videos, die sie erstellen und drehen. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man die einfach hochladen kann und ihr die dann anschauen könnt. Das Internet muss frei bleiben, das ist wichtig. Und wir müssen darum kämpfen, dass Künstlerinnen und Künstler einen vernünftigen Beitrag kriegen, aber auf den Weg geht's nicht. Wir hackeln genug. Und weil wir genug hackeln, brauchen wir überhaupt keine Arbeitszeitverlängerung, sondern das Gegenteil. Wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung. Wir wollen, dass man ein Recht hat auf eine 4-Tage-Woche. Das ist angesagt. Und wir können sich das leisten, wenn wir wollen. Forschung, Entwicklung, Digitalisierung haben in den letzten Jahren wirklich die Produktivität immens gesteigert. Deswegen ist es gesellschaftlich und wirtschaftlich auch vor allem absolut tragbar, dass es die nächste Arbeitszeitverkürzung gibt. Und Arbeitszeitverkürzung heißt auch mehr Freizeit. Mehr Freizeit für Familie, für Freundinnen und Freunde, für Sport, für gesellschaftliche Teilhabe, für Vereinsaktivitäten und alles Mögliche, auf das du Lust hast. Vollwertige Arbeit muss vollwertig entlohnt werden. Und gerade bei der Lehrlingsentschädigung geht es auch darum, die erste Wohnung zu beziehen, irgendwie mobil zu sein. Und um sich das wirklich leisten zu können, braucht es endlich eine ordentliche Lehrlingsentschädigung, die das möglich macht. Wie ich meine erste Lehrlingsentschädigung gekriegt habe, habe ich mir gerade das Lehrlingsheim zahlen können. Und sonst ist nichts übergeblieben. Und das kann es nicht sein. Und darum ist es auch gelungen, die Lehrlingsentschädigungen zu erhöhen. Da haben Gewerkschaften sie massiv eingesetzt. Im letzten Jahr ist es wieder gelungen, die Lehrlingsentschädigungen massiv zu erhöhen, weil Jugendliche sie das verdient haben, weil sie in der Lehre auch massiv mitarbeiten und weil wir wollen, dass gerade Jugendliche in den Gewerkschaften darum kämpfen, dass es eine gescheite Lehrlingsentschädigung gibt.